Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu No Gravity. Es ist 23.54 Uhr am 20.06.2016. Denn merkt euch genau dieses Datum und diese Uhrzeit. Gassi ist auch dabei, der ist hinter mir. Merkt Hi. Euch dieses Datum, denn wir machen No Gravity Great Again. Wir werden jetzt überall meine Wahlschilder verteilen, ne? Denn, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass ich auf jeden Fall irgendeine tolle Position kriege. Ich habe keine Ahnung was. Aber wir verteilen jetzt mal. Au! Die Wahlschilder. So. Lass uns nach oben gehen. Wir fahren jetzt zu Noah, also zu dem lieben Halbzwilling. Der wird nämlich der Erste sein, der ein Schild von mir in sein Haus gestellt bekommt. Yeah. Und da wohnen auch noch andere. Der Gassi freut sich einfach. Der freut sich einfach, mich zu kennen. Ich. Folge einfach. Wer baut eigentlich da oben? Also. Danke. Ah, okay. Also alles gut, kein Domse. ja, das dachte ich mir schon. Da unten ist übrigens die Mauer, also der Anfang der Mauer. Habe ich schon gesehen? Oh, die ist sehr. Oh Gott, warte, ich falle gegen eine Wand wegen dir. Du bist schon. Entschuldigung. Da? Was? Diese schwebende Insel. Wahrscheinlich. So neu aus. Und ich habe hier weiter geflutet. Ja, ein bisschen, sehr viel weiter. Sieht man kaum. Erinnert euch an die erste Folge, Leute, wie schön es hier mal war? Was? Es ist immer noch schön. Es ist immer noch schön. Ich habe Boot. Und der Gassi sitzt im Boot. Er fürchtet keine Hungernot. Und wegen Gassi habe ich Wasser. Ich jetzt sagen, dass ich fett bin? Warst du heute joggen? Nein. Da hast du die Antwort. Da hast du sie einfach. Und diesmal kannst du mir nicht die Schuld dafür geben. Aber ich will ja eigentlich jetzt gerade, aber... Nein. Okay. Nein. Wahrscheinlich hast du Jogginghose an, wie ich dich kenne. Nein. Ich habe Shorts an. Nee, da Jogginghose, also Jogging-Shorts. So, ich mache jetzt Schilder. Gut. Ich habe jetzt viele Schilder. Ja. Das okay. Stimmt. Wo passt es am besten hin? Direkt vor die Tür? Ja, direkt hier so. Hier so? Da so. Nee. Erstmal den Weg kaputt gemacht. Again. Will Dani. Mir gefällt's. Mir auch. Gut. So, irgendwo. Da unten sind die nächsten. Ja, hier konnte man doch irgendwo runterspringen. Ah! Bumm. Okay, da ist ein Creeper, an den gehe ich vorbei. Gut, hier geht's rein. Durchs Fenster. Stell ihn hier vom Zaubertisch. Make no gravity. Ah, ich hab irgendwie verschrieben, scheiße. Das ist übrigens das Haus von René und ich weiß gar nicht von wem noch. Ja, hier war ich schon mehrmals in der Aufnahme. Bei denen. Make no gravity. Ja, aber ich nicht. Wait again. Ich wollte für meine drei Zuschauer das auch erklären. Jetzt lass mich. Mann. Warte, ich habe noch hier ein Geheimversteck. Mein geheimes Geheimversteck. Das könnt ihr sehen, wenn ihr in die Folge von den Jungs schaut. Die haben ihre Sachen überall stehen. Ich mache nochmal bei ihren Sachen. Hier wachen sie so auf. Genau im Bett, dann könnt ihr es sehen. Make no gravity. Wait again. Dann, ich finde es schön, dass ich überhaupt eine Wahl aufstelle und die einzige Bild, die es in dieser Wahl, die ich selbst aufstelle, gibt. Ich fand es gerade schön, dass Mossys Schild noch da ist. In deinem Geheimversteck. Das ist mein Geheimversteck. Ja, aber Mossys Schild ist immer noch da. Ich muss mal ganz kurz einen Abstecher machen. Ich bin sofort wieder ja, da. Ja, mach mal einen Abstecher. Ich mache währenddessen dein Geheimversteck wieder zu. Okay. Hab's. So, wir brauchen noch mehr. Also Leute, die Idee ist es einfach, dass No Gravity braucht einfach einen starken Anführer. Ein Anführer, der checkt, was los ist. Ein Anführer, der sich selbst ernennt. Ein Anführer, der also, sich in also, jedes Video trägt darf ich und vorschlagen? Aufmerksamkeit braucht. Ja, bitte? Nee, ich glaube, das erwähne ich jetzt lieber nicht, sonst werde ich von dir nachher geschlagen. Wieso? Oha! Da ist ein Skelett, ich würde mal ein bisschen... Da hinten wohnt doch Basti, ne? Wo?
Da hinten. Hier vorne? Okay. Nee, da ist ein Haus. Der wird zwar nicht erfreut sein, aber da mache ich Stimmt. Wenn man selbst ernannt werden möchte, muss man auch selbst was dafür tun. Wem gehört das bitte? Mir fällt gerade ein, ich hätte einfach hinterhergehen sollen und überall auch Schilder hinstellen sollen. Verdammt! Was steht hier? Ich sehe es nicht. Hab dich auf die... Ab... Was? Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Hab dich gefunden und irgendwas drunter. Ich habe keine Ahnung, was da drunter steht. Hab dich abgefunden. Hab dich gefunden. Kulwin. Hab dich gefunden. Kulwin. Oh, ich sterbe. Hilfe. Bitte mach mal. Nicht sterben. Wo ist es? Oh! In meinem Texture Pack willst du wissen, welches Bild über unserem Schlafzimmer hängt? Nein. Erzähl. Nein. Erzähl. Es ist Baby's Beauty Palace. Wow. Wundervoll. Ich weiß. Kommst du wieder her irgendwie? Ja, ich bin unterwegs. Du sammelst du meine Sachen ein? Soll ich? Kann ich nicht. Ja. Nur nicht. Weil ich ein volles Inventar habe. Ich hasse dich. Aber ich kann die Sachen eh schlecht einsammeln, weil die sind in alle Richtungen weggeflogen. Okay, ich komme. Ich hab, und ich habe kein Endertag. Ja, du schaffst das schon. Aber da ist einer drin. Stimmt. Der fliegt irgendwo mit rum. Ja. Weißt du, damals konnte man hier langlaufen, jetzt ist ja alles voller Wasser! Der Weg führt mittlerweile bis zum Spawn. Ja, das bringt mir doch nichts! Doch! Du hättest doch den Weg lang gehen können. Ja. Ich lauf gerade den Weg, der vorher auf grünen Wiesen ging. Ich hab ja kein Brot und nichts. Ach, du bist schon putzig. Ja, ich weiß. Wisst ihr, diese Aktion erinnert mich stark und euch wahrscheinlich auch an die nicht vergessene Aktion von Kedos mit Hashtag Kedos ist die Antwort, aber nein, das ist nicht geklaut, es ist höchstens ausgeliehen. Und wir brauchen einfach jemanden, der nur Gravity mit starker, selbsternannter Hand führt. Ich würde ganz viele tolle Sachen machen, wie Tattoos verbannen. Lauter so Dinge. Ich würde den Diebstahl aufklären. Ja, das wäre wichtig. Ich bin gerade runtergefallen, ich habe noch 2 Herzen und kann mich nicht heilen, weil ich kein Essen habe. Ich glaube, da ist ein Creeper, ich bin gleich am Arsch. Ich würde den Diebstahl aufklären und ich würde endlich Mossy ins Gefängnis bringen, sein Gefängnis bauen. Ich würde diese unproduktiven Leute dazu ermuntern, mal mehr Videos zu machen. Hey! Beschütz mich, beschütz mich! Günther? Das Skelett existiert immer noch da oben. Wie viele brauchst du? Okay, es ist gerade voll. Okay. Meine Sachen. Mein Schwert. Das Skelett schwebt übrigens immer noch da oben, also. Was? Da oben schwebt noch das Skelett. Ja, dann töte das mal. Wie denn? Oh, nicht. Oh, jetzt schießen sich 2 Skelette. Gut, mach es fertig. Los, Gassi! Ich hab immer an dich geglaubt. Danke. Wenigstens einer. Hier liegen übrigens auch noch Sachen bei mir, also. Ja. Schön überall verteilt. Meine Schüchchen. Hey, du Skelett. Wo ist der Endertag? Der ist mir somit so ziemlich am wichtigsten. Und mit meine ich, das ist der allerwichtigste. So, totes Skelett. Hier oben ist auf jeden Fall eine Schaufel noch. Oh, das fängt an zu regnen. Heute kann es regnen, Stürme oder Schneien. Denn du schreist ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir alle deine Freunde. Hast du einen Endertag gefunden? Hast du den vielleicht aufgesammelt? Nein. Nein. Kennst du die Känguru-Chroniken? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Ja, ich kenne sie immer noch. Hier ist auf jeden Fall noch ein Helm. Ja, sagen wir es mal auf. Da gibt kann es so eine Not-to-Do-List, hat er so gesagt, wenn man Geburtstag hat und nur einer zum Geburtstag kommt und der für dich singt, alle deine Freunde freuen sich mit ich dir, hab jetzt nicht sagen, Helm. Du bist nicht mein Freund. Und renne weiter im Kreis. Hier ist der Endertag. Ja! Du dich. Ach ja,
Servo. Oh, du bist der Allerbeste. Du willst der Allerbeste sein. So, wie keiner vor mir war. Zu Basti. Ja. Wieso kann ich nicht hoch? Oh gut, ich kann hoch. Mal sehen, was Basti so gebaut hat. Das ist übrigens der Basti Zockt. Der ist auch verlinkt. Wie alle. So ein kleinerer YouTuber, ich glaube so 20 Abonnenten. Naja. Ich habe nicht alle verlinkt. Ich habe bis jetzt nur alle verlinkt, die aktiv sind. Ich habe im Moment alle verlinkt. Aber das werde ich wieder ändern, glaube ich. Weil manche Leute, ja, ich nicht so viel von halte. Make. So. Gravity. Great. Wait again. Wild. Yay. Done. Oh Mann, ey. Mein Wahlspruch, was steht denn da eigentlich? Hier baut Basti, der Kürbisretter. Kürbisse würden Dani wählen. Break no gravity. Wait. Ja, was denn? Okay. Weißt du noch, von wem, wo sie wohnen? Ich weiß noch, extrem okay. Verzockt und Davos. Nee, dann gehen wir da hin, wenn du es weißt. Die sind nämlich beim Spawn in der Nähe. Okay, gut, dann gehen wir da noch hin. Ist hier der Spawn, ne? Ich glaube, ich laufe gerade Richtung Spawn. Ich hab Angst. Wo bist du? Ich finde dich. Hi! Bei mir sind Ofenkartoffeln, McDonald's, Pommes. Interessant. Ja. Also wirklich interessant. Ja, aber jetzt ist mir schlecht, weil ich die eklig finde, weil die meist zu salzig sind. Oh. Also da ist der Spawn, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ja, da ist ein Zombie. Ja, aber der ist mir egal. Der kann nix. Ah, bist du gemein. Muss so. Laut Halbzwilling sind das hier die... Supermänner, ich weiß. Ja. Aber sie können auch nur fliegen. Ja, hier links habe ich den Wasserspiegel auch ein bisschen angehoben. Hust. Bisschen. Hust. Das war auch alles leer. Also, ich warte nur auf den Moment, wenn du einfach so ein Haus überflutest, du Hobbyloser. Ja, wir überfluten einfach alles und bauen uns eine Arche. So. Ah, das ist deine... Ah. Wo müssen wir denn hin? Hier. Direkt hier. Bin da. Bist da. Schon hingeflogen. Gecheatet. Mann. Okay. Make no grab. Ich will immer YouTube schreiben. Wait again. Ja, YouTube auch. Bild Dani. Oh, die haben ein eigenes Portal. Schön. Geht's dahin? Die sind alle viel weiter als wir, ohne Spaß. Nein. Wir haben ja auch alle Sachen für ein Portal. Ah, jetzt haben sie. Die haben voll das geile Haus. Es hat nur keiner von uns einen Portalraum bisher gebaut. Die haben voll das geile Haus. Was ist hier für eine Mine? Okay, vielleicht sind sie auch ein bisschen produktiver als wir. Ja. Aber man kann ja auch nicht weniger produktiv sein als wir. Ja. Ja, das stimmt. Warte, ich mach genau hier hin. Bild Dani. Alles zugespammt mit Schildern. Dieb, Seele, Seele und Einbruch. Das klingt so richtig schön, wie das du die ganze Zeit klaust. Und ja. Ja, mal drei dir. Drei dir Blöcke geliehen. Dani. Aha, just a prank. Oh, haha, passt nicht hin. Nutzt das Ganze hier fast zum Chatten. Just a prank. Just a prank. Basti hat das Spiel betreten. Oh nein! Oh nein! Abonniert für Gassi, er ist sehr gut. Aha. Und wieder gegangen. Noob, mach dich mal für sich selbst Werbung. Noob. So, wollen wir irgendwo anders hin? Ich weiß doch nicht, wem wir noch finden. Vergießen sie Mossi noch was ins Haus. Ja, aber der hat doch nur ein gemeinsames Haus mit... Okay, ja, mach. Mach einfach. Du meinst das Haus, was du mit Eiern beworfen hast? Da war doch irgendwas.
ja alles voller Wasser. Entschuldigung. Ich musste mal. Weißt du, Leute, die viel haben, haben Angst, viel zu verlieren. Deswegen war es die richtige Taktik, die ich gefahren bin. Was? Wir bauen einfach eine Mauer und sperren die inaktiven Leute aus. Ja, sehe ich auch so. Deswegen haben wir hier angefangen damit. Okay, warte hier. Nochmal. Ich werde meine 50 Thesen an diese Wand klatschen. Okay. Klatsch. Make the gravity wait again. Übrigens an meine Zuschauer, ja, ich laufe gerade wirklich nur die ganze Zeit hinterher und denke mir nur, was zur Hölle soll das Ganze? Gegen Diebstähle. Boah, ich glaube, ich mache eine Timelapse draus. Was? Einbruch. Gegen Einbruch. Was? Gegen was nicht denn noch? Weiß ich nicht. Tattoos. Domse. Was? Ja, okay. Schreib das bitte hin. Schreib das bitte hin. Gegen Mossi. So, gegen hast, Mossi. Hast du jetzt nur das mit gegen Mossi hingeschrieben? Oder? Ja. Okay. Der andere versteht keinen Spaß. Ja. Der andere ist aber auch komisch. Ja, okay, jetzt machen wir noch was. Ja, lass mal was machen. Was? Nee? Erzähl mal. Wir bauen eine Mauer. Eine Mauer und sperren Inaktive aus. Das habe ich an die Mauer, weißt du? Jetzt habe ich Inaktive falsch geschrieben. Oh Mann. Yo. Wir bauen eine Mauer und sperren Inaktive aus. Ich finde es übrigens gut, wie du ein Schild mit gegen Mossi an die Wand machst, an der Mossi zurzeit baut. Das wird ganz bestimmt hängen bleiben, ganz bestimmt. Warum? Was ist denn da? Das ist noch viel mehr Toleranz. Warte. Was für mehr Toleranz? Und ich meine noch ein Schild, guck mal, das macht das recht euch wieder alles. Ne? Alles wieder gut? So ein Ranz. So. Was? So ein Ranz. Ey, mein erstes Graffiti, aua! Mit Gassi! Ja, nur weil du dauernd in mir stecken willst. Okay. Was willst du noch machen? Weiß ich nicht. Es ist jetzt 0 Uhr 12. Sei produktiv. Lass raus, ich mach alles mit, was du willst. Dieser Satz nachts um 0 Uhr 12. Wundervoll. Also. Einfach geschrieben, geschrieben. Make gravity great again. Wählt Dani. Es gibt nicht meine Wahl, aber ich stelle mich einfach schon mal provisorisch auf. Kann ja sein, dass eine Wahl irgendwann stattfindet und dann bin ich die Erste. Wundervoll. Ich wollte dich übrigens fragen, wo dein Weg später hoch zum Haus gehen soll. Da, wo der Weg ist. Also es soll wirklich einfach nur hier wieder so eine wunderschöne Krüppelbrücke rüber? Ja, es soll einfach hier, guck mal, ich finde das so krüppelig gerade schön, das hat so seinen Stil. Komm, möchtest du mal eine Elytra ausprobieren vom höchsten Berg fliegen? Ich habe auch eine. Ich habe sie mir noch nicht repariert, aber ich bin noch nie mehr mit geflogen und ich werde sterben. Komm mit! Das wird lustig. Wir können ja alles ablegen bis auf die, okay? Wie repariert man die? Mit Leder. Leder und so einen Amboss legen. Haben wir einen Amboss? Ja, einen Keller. Ich lege jetzt alles ab, ne? Ja. Und dann machen wir das. Oh je, es wird lustig. Hier ist das, was ich nicht brauche. Ich glaube, es wird übrigens gerade dunkel. Geil, wir machen jetzt ein Wettrennen. Wir können uns erstmal hinlegen. Nein? Nein! Gut. Okay, Entschuldigung. Im Dunkeln ist es noch lustiger. Okay. Geht's noch um das Wettrennen? Ja. Oder um wir machen jetzt das, worauf ich Lust habe? Nein, wir gehen okay. Am Tagessach der Welt. Komm mit. Ja, Moment, ich leg alles in irgendein. Warum ist denn in allen Kisten was drin? Sollen das? Bei mir auch. Ich will den Endertag nicht ablegen, ich hab Angst vor Diebstählen. Ja, ich hab ja keinen.
Ich hätte mir eventuell... Wenn man auf Tage Essen hat. So wie ich habe Angst vor Diebstählen, wenn sie auf Tage Essen hat. Ja. Ich hätte mir eventuell einen machen können, wenn ich einen Nametag bekommen hätte. Aber man muss sie halt beide irgendwie verschenkt. Ich habe einen bekommen. Hat ich beide an dich verschenkt? Ja, doch beide verschenkt an dich. Ach stimmt, ich habe beide bekommen. Ja. Meine Fresse. Oh, ich hätte Essen behalten sollen. Ja, merke ich auch. Jetzt kommen wir aufs Tagesdach der Welt. Ich bin ja auf dem Weg, aber ich habe kein Essen. Doch egal. Okay. Ich muss mir bei Zara, glaube ich, mal Essen klauen. Oh, hier, wer hat kein Essen? Was? Hier sind sogar genau zwei Blöcke oben. Oh, geil. Danke, du auch. Wollen wir machen, wer am weitesten kommt oder wer safe runterkommt und am schnellsten ist? Das Wasser springt zählt nicht. Wie komme ich denn weiter hoch? Da. Oh, mit dem Schnee ist es so schön. Oh, wie der fällt so sanft. Ah. Oh. Komm hoch! Bin ja schon auf dem Weg, ist ja gut. Ich warte! Ganz ruhig, Brauner. Bin ich braun, du Rassist. Bist du da? Hast du deine Elytra aufgesetzt? Nein. Aber musst guter Tipp. Aufsetzen. Okay, drei. Was machen wir denn jetzt? Achso, stimmt. Wer beides bekommt, okay? Okay. Okay. 3, 2, 1. Ich bin gestorben. Ich hab Leertaste gedrückt. Warum? Du musst doppelt drücken. Ja, hab ich. Ich hab gewonnen. Hab ich wirklich. Ich hab drauf rumgehämmert. Mach mal gerade aus. Du musst gucken, wann ich komme. Wo? Guck mal, lauf. Wo, in welche Richtung fliegst du denn? hinterm Haus, weiter geradeaus den Weg. Beim Haus. Wenn du jetzt wieder von Zage gerade rausgehst, gerade einfach. Oh mein Gott. Okay, ich muss um den Berg rum. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung, wo du gelandet bist, aber ich hol mir jetzt meine Elytra wieder. Ich bin doch nicht mal gelandet. Wie lange? Gleich die Koordinaten, okay? Boah, ich zwänge mich hier gerade durch die dünnsten Dinger. Ey. Ich bin gelandet. Ich sag dir Koordinaten, okay? Die lecker Schmecker sind gelandet. Ich sag dir Koordinaten. Ja. So. Minus 375. Aha. 63 und 406. Was war die... Was? Die erste Koordinate war was? 300? 73 oder so, minus 373. Okay. Okay. Wie weit einfach, ich bin so weit geflogen. Ist irgendwie über 400 Schwed, Blöcke oder so geflogen. Es. Ja! Bin ich nicht geil? Doch. Oh, wie cool das ist. Also ich bin nicht so weit geflogen. Ich hab gewonnen. Warum bin ich denn... Ich lieb. Weil du kacke bist. Da war... Tut mir leid. Die Wahrheit kann wehtun. Ich habe eben kurz überlegt, ob das einen Zusammenhang hatte oder nicht. Die zwei Sätze. Hat mich kurz verwirrt. Ich hab dich auch lieb. F steht für Freunde, die das Unternehmen. U steht für uns. Stimmt, das hätte ich eben antworten können. Ach was. N steht für endlich, haben wir mal Spaß. Aber ja, hab ich. So. Ganz friedlich und freundschaftlich. F steht für Feuer, das wütet und lodert. U steht für unfairen Kampf. N steht für nukleares Waffenarsenal. Mit dem... Gasti, das hat doch ein geiles Mal mit Fun zu tun. Komm, machen wir zusammen. F steht für Freude, an allen schönen Blumen. Es geht einfach nicht. N steht für Nase, weiß und ich mach mit bei jedem Scheiß und lache aus tiefster Seele. Ha 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 ha, Gassi. Was denn? Ich finde mich verlaufen. Und ich finde meine Elytra nicht mehr. Ich kann mich verlaufen. Soll ich deine Hauskoordinaten sagen? Ich verhungere eh. Warte. Oh fuck. 85, 406. Hat die Elytra bei mir nicht funktioniert. Also die wichtigen Koordinaten sind 85 und 406. Und meine Elytra ist weg.
will mal einmal Spaß haben. Guck mal, du wolltest das in der Aufnahme, weil du fandest es nicht spaßig genug, mit mir Wahlplakate aufzustellen. Ach was. Oh, mit dir ist doch alles spaßig. Gassilein? Ja. Ich hab ein halbes Herz, weiß nicht, wo ich bin, hab keine Nahrung und will gleich alles verlieren. Ja. Kannst du mich abholen? Ja, aber du weißt doch selbst nicht, wo du bist. Ich hab aber Koordinaten. Du hast Koordinaten? Ja, okay. Ich glaube, ich bin beim Spawn so ziemlich. Ja. Wenn du den Weg entlang geflogen bist, so ziemlich, ja. Nein, ich bin nicht den Weg. Ich bin ein anderer. Viertelzwilling hat das Spiel betreten. Ja, wenn du mir sagst, wo du bist, ja. Ich glaube, so ziemlich beim Spawn. Magst du mir die Koordinaten einfach sagen? Da, ich sehe das Haus von den Jungs, wo wir eben waren. Okay, also komme ich vorbei und bring dir Essen. Ich bin auf dem Berg, ich sehe die Brücke. Ich weiß nicht, ob ich so weit schaffe. Also ich komme dir entgegen. Ich bin auf dem Weg. Armes Patsch-Patsch. Ich bin unter der Brücke, ich komme. Ich bin gleich zu Hause, komm mir entgegen. Egal. Eigentlich ist es jetzt auch egal. Ja, Fuhrkinetisch, du bist den Berg runtergehüpft. Lass mich raten. Nein, ich bin gegen die Brücke geknallt. Ich glaube, du unterschätzt mich. Eigentlich. Können wir meine Sachen abholen gehen? Hey ho, Minecraft Buddies. Hallo. Aber die Aufnahme ist jetzt auch bald vorbei, ja, weil die geht wir haben, lange. Wir haben jetzt paar 20 Minuten, wir könnten aufhören. Bin ich denn gegen geknallt? Lassi, hilfst du mir suchen? Ja, Lassi. Ich weiß immer nicht, wo du gegen geknallt. Ja? Sag, nein, wo sind meine Sachen? Ja. Ich gehe irgendwo gegen die Brücke. Nicht gegen die Brücke hier. Doch, irgendwo gegen die Brücke. Ja, dann muss es doch hier irgendwo sein. Jetzt schon tschüss. Ja, aber da ist es ja nicht. Doch, er hat doch. Tschüss gesagt, das ist schön. Aber hier ist es ja nicht. Und ich würde sagen, wir suchen das jetzt offline für die nächste Folge und dann ja. Habt ihr mich wieder ganz verliebt. Das hört sich gar nicht so doof an. Meine Edelhydra! Jetzt bin ich genauso dumm wie Gasti. Und mein Endertag. Ja, aber das hattest du doch nicht mehr. Das hast du vorher abgelegt. Nee, hab ich nicht. Nicht? Gut. Auf Weil Wiedersehen. Ich Diebstahl habe. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ich bin gegen die Brücke da hinten geknallt. Tschüssi. Hier liegen die Sachen. Okay. Also die Elytra. Also, und da liegen ja auch die anderen. Also tschüss. Nee, warte, der Endertext fehlt noch. Also nicht tschüss. Für meine Zuschauer ist es ganz wichtig zu erfahren, ob ich den Endertext noch bekomme. Ach ja, ich laufe dir hinterher. Meine Zuschauer interessiert das ja bestimmt auch. Brennend. Gassi. Meine zwei. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du mich fragen, was wir morgen vorhaben? Was haben wir denn morgen vor? Dasselbe wie jedes Jahr, wie jeden Tag, Pinky. Die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ich Gut. Soll ich dich nochmal fragen? Ja, bitte. Was haben wir denn morgen vor? Dasselbe wie jeden Tag, Pinky. Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen. Knarf. Der Pinky und der Brain, der Pinky und der Brain, wir, der eine ist brillant, der eine Tschüss, Leute, sie hört nie wieder auf. Auf Wiedersehen. Der Pinky und der Brain.